Moin moin liebe Flittchen und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video von mir. Wie ihr seht, Blackout ist irgendwie gar nicht mit am Start. Der ist gerade in Italien und macht da ganz geheime Sachen. Da werdet ihr wahrscheinlich irgendwie nochmal irgendwas von ihm in einem Video zu sehen. Dazu sage ich aber nichts, wozu ich was sagen kann. Checkt auf jeden Fall nochmal meinen Merch aus. Wie gesagt, mein Shop hat vor, ich glaube, jetzt zwei Monaten geöffnet. Ihr könnt mir bei Instagram, das blende ich euch auch einmal hier kurz ein, könnt ihr mir eure Rechnung als Screenshot schicken und dann kriegt ihr hier so eine Karte, handsigniert von mir zugesendet. Wie gesagt, schaut da einfach mal vorbei, schickt mir sonst eure Rechnung einfach bei Instagram per Nachricht, die sehe ich dann eigentlich immer, denke ich mal. Und ansonsten reagieren wir jetzt auf ein Video von Flying Rider, checkt auf jeden Fall auch da das Originalvideo ab, wenn ihr das nochmal alles genauer sehen wollt. Ich schaue mir das jetzt alleine an. Ich hoffe, Reaction-Videos alleine machen genauso viel Spaß wie mit Blackout. Und ja, viel Spaß. So, es geht los. Dann schauen wir mal, was der liebe Herr hier zaubert. Um Gottes Willen. Solche Situationen hatte ich mittlerweile jetzt ja auch schon dreimal. Ich glaube, das eine Video habt ihr sogar gesehen dazu, wo der einfach von der Autobahnabfahrt runtergefahren ist. Oh, ich hasse sowas. Motonatic. Der Nächste, der seine Kippe aus dem Fenster schnippt. Das ist mir noch nie passiert, muss ich sagen. Das ist mir noch nie passiert. Zum Glück. Also ich glaube, da würde ich auch auslassen. So wie die Scheibenwischwasseranlage. Bevor du den scheiß Kippenstummel aus dem Fenster schnippst. Ja, genau. Warum gucken die nicht einfach mal nach hinten? Die sehen doch, dass da Motorradfahrer fährt. Das ist so dumm. Wie kann man so egoistisch sein? Stell dir mal vor, der fliegt da mal irgendwie gegen Helm oder sowas. Oder in den Helm, wenn du das Visier offen hast. Löbelt er ihn noch? Was soll der Scheiß? Was denn? Sie schnipsen den Kippenstummel aus dem Fenster. Wenn ich den ins Gesicht bekomme, dann verliere ich mein Augenlicht, weil Sie den Kippenstummel aus dem Fenster schnipsen. Ich hab sie jetzt nicht gesehen. Tut mir leid. Bitte gucken Sie in den Rückspiegel. Wenn ein Motorradfahrer ist... Guck mal, aber das ist ja ganz nett. Also... Abgesehen davon, dass es sowieso verboten ist. Vielen Dank. Naja, okay. Jetzt ist... Na gut. Ja, war doch nett gelöst, aber ist ja trotzdem ein bisschen komisch. Freer... Weil, was passiert da jetzt? Ja. Wo fahren die denn? Ist das überhaupt eine Straße? So ein bisschen Überreste vom Schnee. Und der okay. Da oben fängt an zu stressen. Ist das nicht eine Straße da? Oder ist das ein Feldweg? Ja, Digga. Was passiert da? Ich sehe nicht den, der da vorne raged. Jetzt, da kommt er. Wir drehen, keine Ahnung, wir warten kurz, bis er weg ist. Wir warten kurz oder so. Das ist Fußweg, da kommt er an der Tour. Wir wollen nur ein paar Fotos machen da vorne. Immer dasselbe, immer fürs Instagram-Game. Aber du hast ja nichts verloren, hier sind Motorräder verboten. Hier sind Motorräder verboten. Er kriegt da so ein saftiges Kopf, da wird er schäblich, aber alle miteinander. Also da hat mich hier schon ein paar Mal gesehen, da hat sie nichts gelächelt und ist weitergefahren. Ihr habt doch nichts verloren mit dem Motorrad. Wir machen ja nur ein paar Bilder, wir tun da jetzt nicht irgendwie was kaputt machen oder so. Möchte gern Hausmeister fahren, die sind da jetzt ja nicht hochgerast. Ansonsten werde ich mal die Nummern aufschreiben. Wenn ihr da nur fahrt, ihr habt da nichts verloren. Schreibt mir den Nummern 11. Das sind ja nur ein paar Bilder, die wir mit den Motorrädern da machen. Wir schieben sie ja nur hoch. In der Zeit wäre er jetzt schon ganz unten am Berg und fertig. Man darf nur nicht fahren. Anstrengend, die Leute. Anstrengend. So einfach ist es. Fahrt ruhig nur, ich ruf sofort die Polizei. Und wenn wir rausfliegen, da können wir eigentlich. Ja, dann ruf doch die Polizei, Gott. Ist doch. Das ist ein ganz normaler Bildweg, das ist nichts für euch. Ihr könnt Bilder machen, so viel ihr wollt, aber nicht oben mit dem Motorrad. Ich glaube, ich würde gar nicht immer so lange diskutieren. Also, ich würde einfach weiterfahren und sagen, ja, mach doch, was du willst. Meistens machen sie sowieso nichts. Aber wenn wir sie hochschieben, ist es doch erlaubt. Wir dürfen noch nicht fahren. Da bin ich mir gar nicht so sicher, wie das mit dem Hochschieben ist. Da... keine Ahnung. Auszug, okay. Ja, okay. Dann, wenn er den Auszug daraus hat, dann ist... Also schieben ist meiner Meinung nach auch erlaubt. Ihr seid stur, ihr könnt eure Dinger rumdrehen, ich hab ein Motorrad, ihr habt da oben nichts verloren. Boah, wenn geil, er fängt schon an zu schieben. Machen und das nur Ehrenmann. Ah, okay. Da ist dann so dumm diese Schrift jetzt drüber von dem Kanal. Aber da steht irgendwas mit der nette Herr hat daher recht. Aber, naja.
Wow. Ah, das ist auch, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich das so geil finden würde, wenn jemand in der Stadt mit so einem Bike so überall rumspringt. Ich habe ein 2-jähriges Kind in meiner Hand und dann springst du und fliegst du da auf der scheiß Treppe runter. Habt ihr gar keine Verantwortung, oder was? Okay, der ist sauer. Was ist, wenn mein ich kann das irgendwie auch ein bisschen verstehen. Soll ich dir jetzt eine schmieren, oder was? Nein. Was ist, wenn mein 2-jähriges Mädchen da rüberläuft und du fliegst da runter? Ja. Das ist sowieso eine scheiß Sache, was sie... Da könnte auch ja, ich kann ihn schon ein bisschen verstehen. Aber es ist halt trotzdem krank aggressiv so, ne? Es ist besser, wenn die jungen Leute Sport machen. Moment, ganz kurz. Ich habe selber ein Kind, ich war selber Mountainbike. Diese Treppe da. Das ist die Stadt Stuttgart und der ISB, die das hier provozieren. Ja? Moment. Das ist kacke, ist das? Nein, jetzt regeln sich doch kurz ab. Ist ja nichts passiert. Krass. Was? Voll geil, dass man neue Aufnahmen hat. Ich habe selber ein Kind. Du hast ein Kind? Ja, und ich möchte nicht, dass von meinem Kind so rumgebrüllt wird. Wir beruhigen uns jetzt alle. Weil die jungen Leute, die werden nichts verstehen, wenn sie nur ankacken. Da werden die nicht zuhören. Sondern das ist unsere Verantwortung. Danke. Dem jungen Herrn Respekt. Jemand, der das versteht. Das ist so peinlich als Erwachsener. Ich glaube nicht, dass er glücklich wird, wenn er ihr Kind umfährt. Und wenn er das noch nicht verstanden hat, dann sagen wir ihm das jetzt freundlich. Ja. Und wenn wir ihn beide das nächste Mal sehen, wenn er da reinspringt. Er ist ja richtig der Ehrenmann. Aber ich bin mir sicher, er bremst das nächste Mal. Das Problem ist, sie sind Tausende von Menschen. Ja, das ist unverantwortlich, da runter zu springen. Da ist die SSB dran schuld und die Stadt Stuttgart dran schuld. Nein. Das ist eine politische Frage. Immer dieses erstmal Schuldigensuche und sonst was. Das wissen Sie genau auch, oder? Genau. Und ich bin auch der Meinung, dass die Autobahn so machen, dass die Autobahn so machen, weil es zeitlich besser ist. Dann passiert. Ja, ich verstehe auch nicht, warum man sich jetzt so sehr noch darüber aufregt. Er hätte es doch einfach ruhig sagen können. Es hätte viel mehr bei diesem Fahrradfahrer, ich weiß nicht, wie du heißt hier, der Felix oder so, gebracht. Viel, viel mehr. Ich persönlich fahre selber Mountainbike. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Der schnellste Weg ist Schieben. Er ist korrekt. Das nimmt auch Konflikte hier weg. Und da appelliere ich auch an alle Mountainbiker. Das hört mich so ein bisschen an, als würden sie da ein bisschen das Ganze koordinieren. Nein, ich habe leider nicht die Arschkraft. Tut mir leid. Aber ich bin immer noch dafür, dass die jungen Leute sollen Sport machen. Krass, wie er die ganze Zeit erstmal entschuldigen soll. Was das für eine Gefahr ist. Wenn er das erste Mal in der Luft versucht zu bremsen und dann mit dem Gesicht bremst. Ja, wie soll das gehen? Das geht nicht. Richtig, aber das ist der Punkt, weshalb ich ja auch sage, fahrt drumherum. Und ich glaube, er ist auf jeden Fall Ehrenmann. Er regt sich gerade gar nicht mehr über den Fahrradfahrer auf, sondern einfach über die Planung von der Stadt. Da bin ich doch komplett bei Ihnen. Aber wenn Sie, es geht auch darum, ob es bei ihm ankommt. Wenn es nicht bei ihm ankommt, dann... Leute, bitte, ich sage euch nur eins. Da passiert irgendwann mal was, dann habt ihr riesig große Probleme. Echt. Immer wenn ihr da runter rast, da kriegt ihr... So ist es okay. Weil ich ein Vater von 2 Kindern bin, ja? Aber nicht das wie vorher. Soll ich dich gleich runterholen oder sowas? Da soll ich... Ja, ich hab schon verstanden. Das ist so bescheuert. Ich verstehe Leute einfach nicht, die nicht einfach argumentieren können oder einfach Kritik abgeben können, ohne zu pöbeln. Ist das ein Ferrari? Die Musik dahinter. Macht der Ferrari-Fahrer was? Nee, der macht glaube ich nichts, oder? Okay, den Teil hätte man jetzt ja eigentlich schon vorspringen können oder überspringen können. Wie lange fährt er ihm noch hinterher? Polizei! Aber passiert ja nichts, ne? Nee. Jetzt zieht er ihn wahrscheinlich richtig ab. Wollte ihn zum Rennen auffordern oder was? Ich kann das aber verstehen, dass manche Sportwagenfahrer sich vielleicht auch ein bisschen genervt fühlen, wenn jemand ihm penetrant hinterherfährt. Hä? Ich verstehe das nicht. Was passiert hier? Was? Das, irgendwie raff ich das nicht. Ja, jetzt ist er hinter ihm, ist doch okay. Warum fährt er ihm jetzt die ganze Zeit hinterher? Ja, kann ich... Ich wäre auch ausgestiegen irgendwann. Wieso beschwerst du dich? Du fährst ihm so penetrant hinterher und nervst ihn die ganze Zeit auch noch. Das ist so dumm. Okay, ich glaube, ich muss echt anhalten und diese Fliegen wegmachen.
Oh ja, wer kennt es nicht, ne? Fliegen auf dem Visier. 30er Zone. Oh lol. Ich wäre jetzt gerade fast komplett an ihm vorbeigezogen. Okay, muss nicht sein, das ist jetzt 30 km/h Zone. Weil er einfach ohne Licht 50. fährt und ohne zu blinken. Okay, das mit dem Blinken kann ich verstehen, da rege ich mich auch gerne mal drüber auf, dass die Leute dieses Ding einfach nicht benutzen. Was macht der da? Ist das ein Mittelfinger gewesen? Das ist dein Problem, holy shit. Okay, bin jetzt gleich mal gespannt. Och, gleich alles aus, gleich stehen bleiben, gleich aussteigen oder best noch vor das Auto springen. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber was tut man nicht für die Videos? An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich zuerst dachte, dass der Herr dort vorne parkt, da er keine Lichter anhatte und auch nicht geblinkt hat, wie man im Video sieht. Auf einmal zieht er vorbei. Okay. Das war noch relativ in Ordnung. Und danach bin ich relativ normal hinter ihm gefahren. Und als er dann auf einmal diesen Apfelstiel wahrscheinlich rausgeworfen hat, war ich natürlich davon abgelenkt, habe es nicht gesehen. Und man bedenke, dass er schon nach links geblinkt hat, bereits nach links rausgezogen hat. Das war ein Apfelstiel. Und dann noch nach rechts einschert und den Gegenverkehr durchlässt. Da konnte ich dann natürlich nicht mehr wirklich handeln und bin einfach da durchgefahren. Weiß selber, dass ich dort reagiere. Ich würde sagen, normale Verkehrssituation. Müssen, aber habe ich nicht mehr geschafft, einfach weil ich abgelenkt war durch diesen Apfelstiel oder was das auch war. Und das wollte ich nur erwähnt haben. Bevor jetzt Leute in die Kommentare schreiben. Gut zu wissen. Also schön drauf achten und viel Spaß mit dem Video. Er redet aber auch ganz schön lange, ne? Können Sie bitte mit Licht fahren und blinken? Als Sie da gerade rausgefahren sind, das eine Mal. Ich habe überhaupt nicht gesehen, dass Sie rausgefahren sind. Das Problem ist, Sie standen, ich dachte, Sie parken. Und nein, noch eins davor. Dachte ich, Sie parken und auf einmal ziehen Sie raus. Naja, das kommt sogar eine Lehre, wa? Sie müssten einfach mit Licht fahren und blinken. Das war Ihnen okay, aber Lehre? Ich habe jetzt auf Kamera, wie Sie nicht blinken und ohne Licht fahren. Ich meine das nicht böse, ich habe mich selber total erschrocken. Und jetzt gerade haben Sie irgendwas rausgeworfen. Da frage ich mich, was soll das? Ich habe einen Apfel gegessen. Okay, aber dann werfen Sie, die Straße ist kein Mülleimer. Ich habe einen Apfel gegessen. Naja, ich habe mich erschrocken. Ich denke, was kommt mir da entgegen? Ich bin so dicht aufgefahren. Ich habe das kommen sehen. Wir können gerne auf die Kamera gucken. Also ich bin eigentlich nicht zu nah. Hat das so dicht aufgefahren? Ich bin selber früher auch zugefahren. Das wirkt jetzt für mich auch nicht Sinn. Ich konnte nicht. Also Sie haben gemerkt, wie gefährlich das war. Radrennfahrer gleich Motorradfahrer. Geil. So. Ich habe in dem Moment auch nicht gerechnet, dass da einer kam. Okay. Und Sie wollten in dem Moment gerade überholen, wa? Nee, ich wollte überhaupt nicht überholen. Das war nämlich. Ich habe nur gesehen, wie Sie irgendwas rauswerfen, gucke dem nach, auf einmal. Oh, manche Leute haben echt viel Zeit. Aus dem Fenster schmeißen. Herrlich. Boah, so ein kleines Stück. Ja, aber es reicht, eine Zigarette. Sie sind aber zu dicht dran. Nein, ich bin ja erst zu dicht dran, als Sie es aus dem Fenster geschmissen haben. Nee, Sie müssen Abstand halten, weil ihr lebt extrem. Wissen Sie, wie innerorts der Abstand ist? Ja. Und zwar eine Wagenlänge. Und an der Stelle melde ich mich nochmal ganz kurz. Er hat ja gesagt, die halbe Tacholänge, das wäre außerorts. Halbe Tacho ist, glaube ich, auch falsch. Ja. Also 12,5 Meter, aufgerundet wären das 15. Das sind beides jedoch nur Tauschformen, ne? Genau. Und keine festen Gesetze. Es sind nur Richtwerte, da man die reell natürlich nicht einhalten kann. Wäre ungefähr hingekommen. Es heißt einfach nur, fahr deinem Vordermann nicht zu nah auf, sodass ihr beide bremsen könnt. Unfallfall bist du dann schuld, okay. Wenn du deinem Vordermann auffährst. Ist bei mir nicht passiert, ich war einfach abgelenkt. Dementsprechend, der Punkt ist streitbar. 25 Meter. Nicht innerorts. Wenn jedes Auto innerorts 25 Meter Abstand halten würde, um Gottes Willen. Die Straße ist kein Mülleimer. Hey, Junge, bitte sprechen Sie mich mit Sie an, ich sieze Sie auch. Ich sitze hier in dem Ding. Ihr seid super Organspender. Ich bin früher Rad gefahren. Ich fahre jetzt seit 10.000 Kilometer ohne Unfall. Gut, fahr weiter so, wirst du sehen. Du wirst irgendwann krachst dich dermaßen hin. Hören Sie, ich will gar keinen Streit anfangen. Ich möchte Ihnen nur sagen, bitte fahren Sie einfach mit Licht, okay? Ich fahre sonst immer mit Licht. Was wollt ihr überhaupt diskutieren? Machen Sie es einfach an, dann ist alles okay, okay? Ja, und anschneiden wäre auch nicht schlecht. Das ist so bescheuert. Immer damit rechnen, dass da was hier kommt. So ich kann auch mal hinten was verlieren. Ich bin früher Windschatten hinterm LKW gefahren. Ja. Meter Abstand. Wirklich. Ja. Ich weiß. Er ist Windschatten hinterm LKW gefahren. Die ganzen Videos auf YouTube. So ist ja nicht. Deswegen fahre ich auch mit Kamera für meine eigene Sicherheit. Lol. Das ist. Los, Junge.
das wär, hättest du viel entspannter angehen können, wenn du quasi... Fährt er mit der Kamera für seine eigene Sicherheit oder fährt er mit der Kamera um Motor zu auffahren. Das war auch gar nicht meine Absicht. Ich bin gerade selber total entspannt hier nur am Rumfahren, okay? Dann tut es mir an der Junge, Stelle Junge, das ist ja eine Diskussion Tag, okay? Ohne Ende. Okay. Okay, sie hat doch wir ein sehen Ende. Uns, okay. Sie hat doch ein Ende. Krass. Fahren Sie ruhig vorbei. Wahnsinn. Wahnsinn. Also... Es passieren Dinge auf der Straße. Diskussion, das ging jetzt bestimmt 5 Minuten lang. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, das soll es mit dem Video von heute gewesen sein. Das war ein relativ langes Reaction-Video. Ich glaube, 15 Minuten oder so ging das. Checkt auf jeden Fall, wie gesagt, meinen Merch aus. Link ist in der Beschreibung. Checkt das Originalvideo aus. Link ist da auch in der Beschreibung. Und ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen. Dann mache ich solche Reaction-Videos auch gerne wieder öfter. Gerne auch mit Blackout wieder zusammen. Allerdings ist er jetzt halt gar nicht da. Ich werde, denke ich, nochmal ein zweites aufnehmen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace. Komm, nimm uns alleine mit der Klick, Klick, Klick. Squad über alles, wir sind lit, lit, lit. Turn up während ich vom Handy zip, zip, zip. Meine Crew und ich, wir sind der Shit, Shit, Shit.